vergleichsweise gut erforscht. Auch wenn sich die Gelehrten durchaus ganz unterschiedliche Modelle vorstellen, was man da machen kann, aber die meisten funktionieren. Aber es gelingt nicht. Oder nicht so, wie ich es gerne hätte. Also ein bisschen schon, aber nicht so, wie ich es gerne hätte. Und auch das mögen Sie womöglich für einen Witz halten. Es ist kein Witz, sondern es ist eine interessante Frage, dass selbst so etwas Banales wie ein organisches System eines Menschen, ausgestattet mit einem psychischen System, das sich bisweilen versucht, einen Zugriff über dieses Organische zu verschaffen, ganz offenbar Wissen nicht einfach in Verhalten umsetzen kann, weil es Wirkkräfte gibt, die sich der kognitiven Begründbarkeit zwar nicht entziehen, aber die Begründbarkeit nicht in unmittelbares Verhalten umsetzen können. Also auch gegen Wissen ist selbst so etwas Banales wie mein Körper, also nur banal im Hinblick auf das, was ich gerade gesagt habe, resistent. Und das gilt für viele andere Fragen auch. Ich habe heute schon mehrere Vorträge gehalten. Ich war vorhin bei BMW, die eine Diversity-Strategie machen, wo es um die Frage geht, warum es eigentlich entgegen aller semantischer Selbstverständlichkeiten, dass in einem multinationalen Unternehmen, in dem unterschiedliche Gruppen arbeiten, Männer und Frauen, Alte und Junge, Schwarze und Weiße, Inländer und Ausländer, Behinderte und Nichtbehinderte, es relativ einfach ist, semantische Bekenntnisse dafür zu bekommen, dass man keinen Unterschied macht, dass die Praktiken aber am Ende einen Unterschied machen, selbst wenn die Intentionen derer, die da handeln, gar nicht diesen Unterschied herstellen wollen. Also warum kommen in den Führungsetagen so wenig Frauen vor, obwohl die Frauen inzwischen, horribile dictu, besser ausgebildet sind als die Männer, ohne dass es dafür ein Programm gibt, die Frauen besser auszubilden als Männer? Auch das ist eine interessante, paradoxe Frage. An den Intentionen liegt es nicht. Zumindest nicht an den kommunizierten Intentionen. Und wenn man über die Fragen des Klimawandels spricht, so ist es in der Tat so, dass wir eine ganze Menge wissen. Aber die Gesellschaft verhält sich sogar zum Teil bisweilen gegen die Intentionen der Handelnden. Anders, als wir das gerne hätten. Diese Grunderfahrung, die fast jeder macht und fast jede macht, die versucht, in der Welt was zu verändern, und das müssen ja nicht immer gleich ganze Dinge für die ganze Welt sein, das reicht in der eigenen, im eigenen Unternehmen, in dem man arbeitet, in der Universität, bisweilen sogar in Praktiken in Familien. Familien sind ziemlich komplexe Systeme, in denen wir uns immer Bekenntnisse abgeben, dass alles auf Augenhöhe läuft, das aber bisweilen nicht gelingt. Also in meiner auf jeden Fall. Und in Ihren glaube ich auch. Stellen wir fest, dass sozusagen das manchmal, wie hast du das gerade formuliert, zu Melancholie Anlass gibt. So ähnlich war das. Und das ist für die Engagierten ein Problem. Deshalb neigen sie gerne zum Moralismus, Unbedingtheit und Kulturkritik. Und damit kann man noch weniger anfangen als mit guten Gründen. Die Aufgabe des Soziologen ist es nicht, ihnen Mut zu machen, sondern nach den Bedingungen der Veränderung zu suchen und das sine ira et studio mit dem Ziel, am Ende zu ein paar Sätzen zu kommen, die womöglich Mut machen. Das ist in der Tat auch mein Ziel. Also ich will nicht der Spielverderber sein, der sagt, ihr könnt nichts verändern, nur so ein bisschen. Oder nur euer eigenes Leben, was immer das sei. Ich werde fünf Schritte machen. Die klassische Rhetorik schreibt vor 5 oder 7. Wenn ich auf 4 komme, dichte ich einen dazu. Wenn ich auf 8 komme, lasse ich einen weg. Es sind aber genau 5. Ich werde zunächst darüber nachdenken, dass Veränderung oder das Verändern wollen eine kausale Kategorie ist. Werde im zweiten Punkt den Gegenbegriff zur Kausalität, nämlich die komplexe Wechselwirkung, beschreiben. Werde drittens versuchen zu beschreiben, wie so eine moderne Gesellschaft wie unsere funktioniert, mithilfe der Informatikmetapher verteilte Intelligenz. Werde im vierten Punkt etwas über die Paradoxie von Sichtbarkeiten und Unsichtbarkeiten sagen. Darunter können Sie sich jetzt gar nichts vorstellen, macht aber nichts. Und am Ende ein paar Lösungsstrategien versuchen zu formulieren. Erstens Veränderung als kausale Kategorie. Wenn wir etwas verändern wollen, dann haben wir normalerweise ein Konzept. Ja, eine Bank macht einen Plan. Eine Universität macht einen Plan. Manchmal machen sogar Familien einen Plan. Ich mache selber einen Plan. Chöre, wir singen zusammen in dem Chor, machen einen Plan.
und hoffen, dass der Plan über die Umsetzung kausal eine Wirkung erzielt. Vorher Plan, hinterher Wirkung. Aus A soll B werden. Und das machen wir permanent. Die Parteien haben gerade, ich glaube heute die CDU, CSU als letzte, Pläne vorgelegt, wie man die Welt so verändern kann, dass man gewählt wird. Und das sind kausale Kategorien. Die einen sagen, Spitzensteuersatz muss erhöht werden, soll aber erst ab 75.000 und nicht bei 60.000 gelten, was die Sache wieder neutralisiert. Die anderen sagen, es soll alles so bleiben. Die einen haben dieses Rentenkonzept, die anderen jenes Rentenkonzept und so weiter und so weiter. Man hat wirtschaftspolitische, familienpolitische, steuerpolitische, umweltpolitische und sonstige Ideen und hofft gewissermaßen, über solche kausalen Kategorien etwas zu verändern. Wohl wissend, dass das leichter zu kommunizieren ist, als der zweifelnde Satz wohlgemerkt, dass man gerne mehr verteilen möchte, deswegen mehr regulieren muss, dann aber feststellt, dass womöglich weniger zum Verteilen da ist. Um die Sache sehr einfach auszudrücken. Das ist eines der Grundkonflikte, die wir zurzeit erleben. Zurzeit heißt eigentlich seit der Erfindung des Betriebskapitalismus Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Eigentlich geht politischer Streit fast nur um die Frage, wie viel Regulierung, um verteilen zu können, wie viel Deregulierung, um Dynamik zu ermöglichen. Es ist banal, hört sich zumindest so an, aber das ist genau der Streit, um den es geht. Und wenn Sie sich die politischen Positionen angucken, dann unterscheiden sie sich meistens in genau dieser Frage. Diese Kausalkategorien sind interessanterweise so gebaut, dass wir uns in unserer Kultur inzwischen daran gewöhnt haben, dass sie in dieser Form nicht funktionieren. Wenn Sie in die Geschichte der Planungstheorie gucken, dann werden Sie feststellen, dass noch in den 1960er Jahren, da haben die meisten von Ihnen, wenn ich das so unscharmant sagen darf, schon gelebt. ich auch, also es ist nicht so schlimm. Dass in den 1960er Jahren man noch Planungstheorien hatte, die versucht hatten, Kausalität zu optimieren. Wenn wir dies tun, wird jenes geschehen. Inzwischen sind die Planungstheorien komplexer geworden. Schon die Tatsache, das hat in der Mitte der 1970er Jahre begonnen, dass wir, wenn wir planen, in Szenarien denken. Kein Unternehmen sagt mir heute, wir machen dies und dann kommt das dabei raus. Sondern wir machen Szenarien, meistens drei. Weil fünf ist zu komplex, zwei ist zu symmetrisch. Also drei. An denen man feststellen kann, dass die Veränderung kleiner Parameter womöglich zu entscheidenden Veränderungen führt im Hinblick auf die Ergebnisse. Womit man ja schon zugegeben hat, dass es die eindeutige Kausalität in dieser Form nicht gibt und nicht geben kann. Was übrigens nicht gegen Planung spricht, ganz im Gegenteil. Planung wird viel komplexer und muss damit rechnen, dass während des Planungsprozesses Parameter wirksam werden, die man in der relativ einfachen Schematisierung von etwas als einem kausalen Prozess vorher nicht mitberechnen konnte. Und interessanterweise machen wir Pläne, und ich mache jetzt keinen Witz über den Berliner Flughafen, weil das ja jeder macht und weil auch jeder darauf hinweist, dass er keinen Witz darauf macht, ist der Witz damit gemacht. Wir uns daran gewöhnt haben, dass die meisten Formen von Planungen gar nicht eins zu eins funktionieren, wir aber trotzdem planen müssen. Wohl wissend, dass so etwas wie Komplexität offenbar im Horizont ist. Ein komisches Wort, das immer dann benutzt wird, wenn man nicht weiter weiß. Zu komplex, kann man nicht kontrollieren. Ich halte das für einen Fehler, das nur für eine Kontingenzformel zu halten, sondern man sollte genauer darüber nachdenken, was darunter eigentlich zu verstehen ist, weil das der Schlüssel ist, sowohl für die Erfahrung, Manuel, die du vorhin am Anfang auch beschrieben hast, wie schwierig es ist, etwas in der Welt zu verändern, obwohl sich die Welt permanent selbst verändert. Das ist ja wirklich eine Paradoxie. Es ist ja nicht so, dass wir in einer kristallinen Kultur leben, in der alles immer gleich bleibt. Aber es verändert sich bisweilen anders, als wir wollen. Oder wir wollen das Falsche, wie auch immer. Also lohnt es sich, dieses Kausalproblem tatsächlich zu übersetzen in ein Komplexitätsproblem, womit ich bei meinem zweiten Punkt angekommen bin. Ganz akademisch, was ist Komplexität? Das ist was anderes als kompliziert. Die lateinische Grammatik ist kompliziert,
aber nicht komplex. Sie ist relativ einfach. Also sie ist vielfältig, aber nicht komplex. Komplexität heißt erstens die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem, das nicht kausal aufeinander bezogen ist. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitigkeit ist, steht schon in der aristotelischen Kategorientafel, etwas anderes als die Vorher-Nachher-Relation einer Kausalität. Also ich lasse erst los und dann fällt es runter. Das ist ganz selten umgekehrt. Komplex wäre eine Situation, in der gleichzeitig Wirkkräfte auf etwas wirken und womöglich die Wirkungen, die man einzeln als kausal beschreiben können, verstärkt oder aufhebt. Erfunden wurde das unter anderem bei der Beschreibung von Wettermodellen, wo sehr viele Wirkkräfte gleichzeitig passierten. Oder in der Frage, wie sich Börsenkurse entwickeln. So was Ähnliches wie Wettermodelle. Auch da kommt es bisweilen zu Trockenheitsphasen oder zu Stürmen. Um mal in der Bank so ein Beispiel zu bringen, was den Laden hier zusammenhält. Also die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem, das sich wechselseitig ermöglicht und gleichzeitig wechselseitig verunmöglicht. Das ist der erste Aspekt von Komplexität. Der zweite Aspekt von Komplexität ist, dass diese Gleichzeitigkeit dazu führt, dass es gleichzeitig unterschiedliche Beschreibungen der Situation gibt. Also gleichzeitig unterschiedliche Beschreibungen heißt, dass wir komplexe Situationen eigentlich nur von außen einheitlich beschreiben können, von innen aber nicht. Von innen aber nicht würde bedeuten, dass wenn wir etwas in der Welt verändern wollen, wir uns ja nicht außerhalb der Welt befinden, sondern innerhalb der Welt nur eine Beschreibung unter anderen sind, selbst wenn wir selbst davon ausgehen, dass sie kontrafaktisch stimmt, diese Beschreibung. Verstehen Sie den Gedanken? Eigentlich ganz simpel. Diejenigen, die genau wissen, wie die Dinge funktionieren müssen und dann politisch reden, beobachten gerne von außen. Du hast vorhin den schönen Begriff der Transformation der Gesellschaft oder des Umbaus der Gesellschaft verwendet. Vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums benutzt man gerne diese Metapher des Gesellschaftsumbaus. Versetzen Sie sich mal in die Lage, wie Sie einen Ottomotor, das sind die, die Benzin verwenden und nicht Diesel, also die nicht ganz bösen, umbauen können. Das ist in zwei verschiedenen Szenarien. Das erste Szenario ist, Motor ist stillgelegt. Sie bauen ihn auseinander und bauen ihn wieder zusammen. Bauen irgendwas ein, ich weiß nicht, was kann man da machen? Bessere Kolbenringe, anderen Vergaser. Vergaser haben die heute nicht mehr. Also irgendwas anders machen, nach einem Plan. Oder bauen Sie den Motor, während er läuft, um. Schwieriger. Fliegt Ihnen alles um die Ohren. Einfache, billige Metapher, die ich jetzt verwendet habe. Aber nicht ganz so billig, weil sie natürlich darauf hinweist, dass wir, wenn wir Weltveränderung vornehmen, wir es immer in der Welt tun, die sich gerade selber verändert. Nie von außen. Wir kennen die Situation gerade des Intellektuellen. Pierre Bourdieu, einer meiner Lieblingssoziologen aus Frankreich, 2003 gestorben, erfindet unter anderem dessen, was man Praxistheorie nennt, kritisiert die scholastische Vernunft an ihren Praktiken. Also der sagt, der geht ja mal hin und sagt, was die Leute mir sagen, ist mir eigentlich egal. Interessant sind ihre Praktiken. Ich würde zum Beispiel sagen, Leute, die Handwerker sind, die würden sich die Welt gerne vorstellen als was man, ich übertreibe jetzt, verbasteln kann. Der Intellektuelle, was macht der den ganzen Tag? Der sitzt vor einem weißen Blatt Papier und schreibt es konsistent voll. Die scholastische Vernunft kann wie ein Gott ganze Welten entstehen lassen, in denen die Wirkkräfte so aufeinander aufgebaut sind, wie wir sie gerne hätten. Ich meine das völlig frei von jeder Polemik. Ich beschreibe das empirisch.
Das finden wir sehr oft in Bereichen, wo Engagierte sich eine ideale Welt vorstellen, wie sie sein müsste. Und diese Idee kann durchaus zu sehr komplexen Modellen führen. Einfache Modelle können ja die anderen. Scholastische Vernünftler können komplexe Modelle. Aber sie entwerfen sie gewissermaßen wie von außen. Und das würde ich vielen vorwerfen, die vom Gesellschaftsumbau, die von der Transformation sprechen und nicht in Rechnung stellen, dass sie das innerhalb eines komplexen Systems, das während der Veränderung weiterläuft, tun, statt sich ein Modell vorzustellen, wie die Welt eigentlich funktionieren sollte. Als regulative Idee, ein kantischer Begriff, der meint eigentlich so eine Art, wie soll man sagen, also eine normative Idee, die ich mir vorstelle, wie es in einer idealen Welt wäre. Als regulative Idee ist es sehr, sehr hilfreich, solche Modelle zu kennen. Als Plan funktionieren sie nicht. Sie neigen dazu, wenn man sie als empirischen Plan verwendet, gegen die Intentionen derer, die die Dinge tun, autoritär zu werden. Autoritär heißt, wissend, was das Richtige ist, vom Ziele beseelt, den nächsten Schritt vorschreiben zu können. Um die nächste Parosieverzögerung, das ist der theologische Begriff für das Ausbleiben des Heils, dadurch, dass Jesus Christus sich erst in der nächsten Generation wohl zeigen wird, zu formulieren. Er hat einige Generationen bis jetzt gewartet. Die Psychiatrie übrigens es gibt in Jerusalem eine Sonderpsychiatrie, vor allem für Amerikaner, die glauben, dass sie der Messias seien. Kein Witz. Anerkanntes Krankheitsbild. Wenn stimmt, was ich sage, davon gehe ich jetzt mal kontrafaktisch aus, dann könnte man auf der einen Seite tatsächlich der Spielverderber sein und sagen, lasst doch eure blöden Modelle einer besseren Welt weg, sondern wurschtelt euch durch. Das ist zu wenig. Dafür sind manche Probleme zu ernst. Und es ist ja nicht nur das Problem, was du angesprochen hast, des Klimawandels und der ökologischen Fragen. Es ist das Migrationsproblem. Es ist das weltweite Gerechtigkeitsproblem. Es ist die Frage, Selbstbeschreibungen zu ermöglichen in einer komplexen Welt, die immer weniger Kontinuität bereitstellt, wobei menschliche Leben die Kontinuität des Körpers und des Bewusstseins in einer einlinigen Form brauchen. Gesellschaften können sich differenzieren, Menschen nicht. Wir können unser Leben nicht für 5 Tage unterbrechen, weil es zu anstrengend war. Kann man mit anderen Sachen, so eine Bank kann man schließen, wenn die Gefahr da ist, dass durch bestimmte Praktiken etwas Schlimmes passiert, macht man sie zu. Mussten sie noch nicht machen, aber wer weiß, was noch so passiert. Ich habe mein Geld bei Ihnen, also passen Sie schön auf. Ja? So viel ist es nicht. Also es wird sozusagen Ihre Bank nicht zum Wanken bringen und auch nicht retten, aber jetzt ernsthaft gesprochen. Also das könnten soziale Systeme tun. Also in Währungskrisen kann man die Geldautomaten zumachen. In einem menschlichen Leben können sie nicht 5 Tage zumachen. Das geht weiter. Also das ist ein Riesenproblem für eine komplexe, dynamische Gesellschaften. Die Dynamik anzupassen an unsere Lebensform oder unsere Lebensform an Dynamiken an. Also ich wollte nur sagen, es gibt noch mehr Probleme, die wir uns vorstellen können. Und spannend ist die Frage, wie wir sozusagen während das Ganze läuft, eine Transformation hinkriegen, die Dinge ja nicht ersetzen kann, sondern mit ihnen zusammen die Dinge verändern muss. Du hast es ja eigentlich, finde ich, sehr spannend vorhin dargestellt, auch in der sozusagen Selbstbeschreibung der eigenen Geschichte, wie du es so ein bisschen melancholisch auch gesagt hast, vielleicht von bestimmten, wenigstens semantischen Forderungen runterzugehen und eine andere Frage zu stellen. Das ist ja das Ergebnis eines Lernprozesses, der ja nicht nur heißt, die anderen sind zu doof, sondern der auch heißt, vielleicht unterschätzen wir als Engagierte bisweilen diese Eigendynamik dessen, was wir da verändern wollen. So, dritter Punkt. Ich kann Ihnen nicht ersparen, wenigstens kurz zu beschreiben, was man unter so einer modernen Gesellschaft eigentlich verstehen soll. Ohne das geht's nicht. Ich werde das versuchen, so sozialverträglich wie möglich zu machen.
und benutze dafür Metaphern, nicht die soziologischen Fachbegriffe. Sie können sich so eine Gesellschaft in zwei Modellen vorstellen. Und ich benutze dafür Metaphern aus der Informatik. Das eine wäre ein Modell, das aufgebaut ist wie ein Computersystem mit einer CPU, also einer zentralen Rechnereinheit, die die unterschiedlichen Peripheriegeräte eindeutig von der Mitte her steuert. Das ist der Traum aller Reformer. Weil sie steuern können, und zwar von der Mitte in Richtung der Peripherie. Meistens hält man das politische System für diese Mitte. Ist es nicht. Aber, oder sich selbst. Oder die gute Idee. Oder was auch immer. Aber das ist ein interessantes Modell. So stellen wir uns das oft vor. Kritik an der Gesellschaft läuft oft so, das ist ganz interessant, Kritiker sind oftmals sehr subaltern. Sie stellen sich vor, dass die Herrschenden, wenn sie nur wollten, das Heil bringen könnten. Ich übertreibe die Formulierung extra, um es Ihnen besonders deutlich zu machen. Und zwar ist das von der politischen Couleur her geradezu beliebig, ob Sie das von rechts oder von links formulieren. Wenn Sie nur wollten, dann könnten Sie. So viel Macht wird den Herrschenden zugeschrieben. Das ist ein Modell. Das ist nicht komplex, es ist sehr einfach. Das ist, wenn man dagegen vorgehen wollte, ein Modell, wenn Sie das am Terrorismus festmachen wollen, das die Rote Armee-Fraktion stark, wie soll man sagen, beseelt hat. Sie erinnern sich noch an die, ne? Die haben sich vorgestellt, dass man in so einer Gesellschaft ein paar Spitzen umbringen muss, um ein revolutionäres Subjekt herzustellen. Hat nicht geklappt, Gott sei Dank. Ein paar Leute haben sie umgebracht, leider. Aber das ist die Idee des Tyrannenmordes. Ja, also gibt es viele Diskurse darüber, dass man sich das vorstellt, die Gesellschaft ist auf ein Prinzip zurückzuführen. Da war es halt eine bestimmte, sagen wir mal, vulgärmarxistische Folklore, man kann auch anderes dafür verwenden. Aber das hat ganz gut funktioniert, also als Beschreibung. Völlig simpel. So, das ist das erste Modell. Das zweite Modell wäre das, was man in der Informatik verteilte Intelligenz nennt. Also Sie können sich ein Computersystem verteilter Intelligenz so vorstellen, dass die Peripheriegeräte keine Peripheriegeräte mehr sind, weil sie jedes Gerät selbst eine Rechnereinheit hat und autonom darüber entscheidet, was es tut, es kein Zentrum in dem System mehr gibt und gleichzeitig das Schnittstellenproblem das Entscheidende wird. Schnittstellenproblem heißt, wie funktioniert der Datenaustausch zwischen Geräten, bei denen es keine Instanz mehr gibt, die den Datenaustausch zentral steuert. Solche Systeme haben einen großen Vorteil, sie sind fehlerfreundlich. Wenn ein Teil ausfällt, so what? So was Ähnliches ist übrigens unser Gehirn. Das ist so aufgebaut, das ist so ein Netzwerk. Also Gehirne sind unglaublich fehlerfreundlich im Hinblick darauf, wenn bestimmte Teile ausfallen, sich selber zu ersetzen. Also fehlerfreundlich, super, ne? Aber es hat auch einen Nachteil. So gut wie nicht steuerbar. Und wer dieses System verändern will, sitzt in einer dieser Peripherien, die keine mehr sind. Oder noch schlimmer, in mehreren gleichzeitig, die was Unterschiedliches verändern wollen. Ich hoffe, Sie haben die Metapher verstanden. Die moderne Gesellschaft ist eher das Zweitere. Eine Gesellschaft, wir nennen sie in der Soziologie, die funktional differenziert ist, in denen es unterschiedliche Funktionen gibt, die jeweils unterschiedliche Probleme lösen und in ihren Logiken daran orientiert sind, dieses Problemlösungskonzept weiterzuführen. Und zwar mit einer brutalen Logik. Beispiel. Sie können politisch das Beste wollen, was man wollen kann. Wenn es Ihnen nicht gelingt, mit dem, was Sie wollen, die Macht zu erhalten, ob nun über Wahlen oder über genügend militärische Macht oder Charisma
oder was auch immer, das ist eine empirische Frage. Wenn Sie die Macht nicht haben, können Sie die Dinge nicht machen. Was übrigens dazu führt, dass sich das auf die Inhalte niederschlägt. Also Sie können nur Dinge fordern, das ist die politische Logik, von denen Sie ausgehen, dass eine Grundgesamtheit, die wir meistens Volk oder Bevölkerung nennen, ist auch empirisch variabel, wie groß das ist, wer das ist und so weiter, Ihnen folgt. Sie können Politik nicht ohne diese Idee machen. Völlig ausgeschlossen. Beispiel Ökonomie. Sie können aus den besten Motiven ökonomisch handeln wollen, auch aus moralischen Motiven, überhaupt kein Problem. Sie können das Gute wollen. Sie können sagen, ich stelle nur Produkte her, die nachhaltig sind. Das ist ein wichtiges Thema. Wenn sich das auf dem Markt nicht rechnet, war es nur eine gute Idee. Damit sage ich nicht, dass der Markt schlauer ist als Ihre Gedanken. Der Markt ist viel dümmer als Ihre Gedanken. Der ist nämlich ein Markt. Und eine Ökonomie ist ein System, das keine volkswirtschaftliche Perspektive hat, sondern nur viele betriebswirtschaftliche. Meinen Studenten versuche ich das immer beizubringen, dass es einen Zielkonflikt schon dort geben kann, wo man lernen kann, dass der Milchpreis so niedrig ist, dass bäuerliche Produktion von Milch fast unmöglich geworden ist. Wir kennen das Problem. Dass man das als Verbraucher aber regeln kann, indem man die Milch dort kauft, wo ein anständiger Preis erzielt wird. Und die Studenten mir dann sagen, das können wir uns in München nicht leisten. Das können sie sich mit einer C4-Professur leisten, aber wir nicht. Woran man sehen kann, dass auch der Student und die Studentin auch, die richtigen Motive haben, auf Märkten sich ähnlich verhalten wie Heuschrecken. Ich übertreibe das Argument, ja. Aber daran kommen wir nicht vorbei. Das heißt nicht, dass wir nicht über Ökonomie nachdenken müssen und über Politik nachdenken müssen und dort das Richtige wollen, sondern wir brauchen offenbar intelligente Lösungen, die diese Wirkkräfte ernst nehmen. Wir erwarten vom Rechtssystem, dass es gerecht zugeht. Tolle Erwartung. Was das Rechtssystem vor allem tut, das ist eine Konsistenz ihrer Entscheidungen im Hinblick auf normative Erwartungssicherheit herzustellen. Und es ist ein großer Segen, dass es so ist, dass die Dinge nicht im Namen einer höheren Gerechtigkeit gesprochen werden. Dann haben sie nämlich leicht sowas wie Klassenjustiz oder Ähnliches ermöglicht. Die Wissenschaft produziert keine Wahrheiten, sondern wahrheitsförmige Sätze, die sich gerne widersprechen. Übrigens auch auf dem Feld des Klimawandels. Auch da gibt es viele Eindeutigkeiten, es gibt aber auch viele Widersprüchlichkeiten. Und das ist das Problem, wenn Wissenschaftler als Wissenschaftler reden. Also laden Sie sich mal Wissenschaftler ein, die Ihnen ein Problem lösen sollen. Das Erste, was die machen, ist zu übersetzen, wie man das eigentlich die Frage stellen sollte. Und das ist ein großer Vorteil von Wissenschaft. Und Wissenschaft produziert oft eher Unsicherheit als Sicherheit. Und ich könnte jetzt noch andere Funktionen durchgehen. Die Medien, die Religion, die Kunst. Die Kunst ist vielleicht ganz besonders wichtig, ja? Ist die Funktion von Kunst, dass es etwas Schönes gibt? Nein. Die Funktion von Kunst besteht darin, uns darauf hinzuweisen, dass es mehrere Versionen der Welt in der gleichen Welt geben kann. Warum bekommt nach der Imitatio-Tradition der europäischen Kunst ein Kunstwerk den Namen eines Autors verpasst, wo es doch um naturalistische Darstellungen geht? Spätestens wenn ein Autor notwendig ist, geht es nicht mehr um naturalistische Darstellung. So. So eine moderne Gesellschaft, die von verteilter Intelligenz geprägt ist, ist in der Tat komplex. Sie erinnern sich an meine Definition. Die Gleichzeitigkeit von Unterschiedlichem und gleichzeitig die unterschiedliche Beschreibung der Gesellschaft aus unterschiedlichen Perspektiven. Eine ökonomische Beschreibung und eine politische Beschreibung, eine wissenschaftliche Beschreibung, lösen unterschiedliche Probleme. Das hört sich banal an, das hat es aber in sich. Und damit muss man rechnen. So eine Gesellschaft ist vergleichsweise unübersichtlich. Unübersichtlich heißt, ich bringe dasselbe auch auf eine übrigens Informatikmetapher. Ich würde sagen, diese Gesellschaft ist digital.
Das hat nichts mit Computern zu tun, sondern sie ist nicht analog beschreibbar, sondern sie ist eigentlich nur digital beschreibbar in Strukturen, in denen wir zum Beispiel feststellen müssen, dass selbst wenn wir soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft beschreiben, wir nicht mehr auf soziale analoge Gruppen kommen, sondern auf statistische Gruppen, die von ihrer Identität nichts wissen. Wer ist ihr natürlicher Konkurrent auf Heirats-, Wohnungs- und Arbeitsmärkten? Heiratsmärkte spielen im Durchschnittsalter dieser Veranstaltung eine vielleicht nicht so große Rolle, aber vielleicht andere. Ja, wer ist es? Können Sie das noch sagen? Das können wir in modernen Gesellschaften immer weniger sagen. Über statistische Verfahren können wir mit Clusterbildung das aber relativ genau sagen. Nur das sind keine sozialen Gruppen, sondern statistische Gruppen. Nur wenn heute eine Bank eine Analyse macht, wer eigentlich die potenziellen Kunden sind, dann ist das nicht mehr so banal, wie das mal vor zwei Generationen war. Ne? Weil man statistische Gruppen bildet, von denen die Mitglieder selber wechselseitig gar nicht wissen, dass sie dem gleichen Cluster innerhalb der statistischen Analyse angehören. Und das erzähle ich Ihnen nur, um zu beschreiben, wie unsichtbar diese Gesellschaft geworden ist. Also, dass sogar Expertenkommunikation kaum in der Lage ist, Eindeutigkeiten darüber zu formulieren. Und das führt mich zu meinem vierten Punkt, den ich ja Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit genannt habe. Was sehen wir eigentlich von der Gesellschaft? Was wir zurzeit beobachten, das ist im politischen Raum vor allem eine, man könnte sagen, Renaissance der Suche nach Sichtbarkeiten. Warum gelingt es in einer Gesellschaft wie unserer, dass zum Beispiel solche Themen wie Rassismen oder Nationalismen oder Abgrenzungen nach außen oder einfache Schuldzuweisungen oder einfache Kausalitäten auf einmal so attraktiv geworden sind? Für mich ist der Rassismus eigentlich das interessanteste Thema. Also interessant ist, hört sich zynisch an, aber insofern interessant, als man sagen würde, die Pigmentierung der Haut ist etwas, was einen vergleichsweise geringen Informationswert hat. Darf ich das mal so formulieren? Ja, also das ist eigentlich scheißegal, um es nicht ganz so akademisch zu formulieren. Aber es funktioniert super. Es funktioniert erstaunlich gut. Gegen jede Evidenz funktioniert das. Dass wir mit einer dunklen Hautfarbe sehr viel verbinden, was mit der dunklen Hautfarbe nicht zu verbinden ist. Also das geht bis in die Wohlmeinenden hinein. Das gilt, man muss sagen, für uns alle. Wenn man genaue sozialpsychologische Untersuchungen macht, würden wir wahrscheinlich auch dunklere Menschen für weniger intelligent halten. Als hellere. Also weniger hell gewissermaßen. Das stimmt ja jetzt wieder. Aber Sie wissen, was ich meine. Und spannend ist daran, dass wir offenbar ein Bedürfnis beobachten können nach einfachen Geschichten. Der Populismus hasst interessanterweise das Thema des Klimawandels noch mehr als dunkelhäutige Einwanderer. Ist doch eigentlich erstaunlich. Warum eigentlich? Also das Zweite ist Europa, weil das auch so ein Thema ist, was so schwer zu erklären ist. Aber warum hassen eigentlich Populisten dieses Klimawandelthema? Man könnte doch eigentlich umgekehrt sagen, wenn man die Scholle toll findet, dann sollte man doch eigentlich irgendwie so ein Schollenretter sein. Die sollte nicht unterm Wasser verschwinden. So ein MacPom-Faschist müsste eigentlich sagen, weg mit dem Klimawandel. Weil MacPom gibt es bald nicht mehr, wenn ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja? Warum eigentlich? Also ich versuche das jetzt nicht als Witz zu formulieren, sondern von der Systematik her. Der Klimawandel ist ein interessantes Thema, das uns auf die ganze Komplexität dieser Welt hinweist. Wir wissen genau, dass die Dinge nicht so einfach durchzusetzen sind, wie man sie sich vorstellt. Selbst wenn wir genau wissen, was man eigentlich tun müsste, verweist es darauf, dass die Einwirkung auf die Welt offenbar komplexer ist, als wir eigentlich denken. Also ist der Klimawandel ganz offensichtlich, wie sagte Trump, eine Erfindung der Russen oder wem? Bitte? Der Chinesen, der Chinesen, ist ja logisch. Ne? Von wem denn sonst? Also eine Erfindung von irgendwelchen Leuten und so weiter. Der Satz ist so absurd, aber gleichzeitig so plausibel.
weil das funktioniert. Also das kennen wir aus der Sozialpsychologie, dass Sündenbockstrategien wenig Gründe brauchen, sondern nur funktionieren müssen. Wenn Sie die Parenthese erlauben, viel lernen kann man über die Funktion des bürgerlichen Antisemitismus vor der Shoah, um auf diese Frage sozusagen der Einfachheit von Kausalitäten hinzuweisen. Lesen Sie, wenn Sie mal Zeit haben, unbedingt Richard Wagners Das Judentum in der Musik, wo er sich mit Mendelssohn Bartholdy auseinandersetzt und so feige war, das Buch erst nach dem Tod von Mendelssohn Bartholdy zu veröffentlichen, indem er beschrieben hat, dass die größte Sünde des Juden, Mendelssohn Bartholdy, darin besteht, dass er erstens sehr gute Musik gemacht hat und zweitens, dass, weil er ja ein Jude war, dass nur ein Nachkünsteln einer eigentlichen Kunst sein kann. Auf Deutsch heißt das, er hat dem Juden eigentlich vorgeworfen, dass der Jude sich nicht von ihm unterscheidet. Und trotzdem hat die Unterscheidung funktioniert. Ich rede vom bürgerlichen Antisemitismus. Ich rede nicht vom rassistischen Antisemitismus später der Shoah, die das natürlich aufgenommen hat. Aber man kann diesen Text, wenn man ihn heute liest, dann denkt man immer, das sei eine intellektuelle Vorbereitung des Nationalsozialismus. Das ist es leider nicht. Sondern das war eine Normalität einer bürgerlichen Gesellschaft, die einfache Beschreibungen für eine Nichtbeschreibbarkeit ihrer eigenen Klassenlage brauchte, um es mal so auszudrücken. Und dafür war der Jude eigentlich super, weil er sich ja nicht unterschieden hat und das seine größte Sünde ist. Um eigentlich Mensch zu sein, muss der Jude aufhören, Jude zu sein, heißt es bei Wagner. Und was ich damit Ihnen erzählen will, ist eigentlich nur, wie attraktiv es ist, Sichtbarkeiten herzustellen und damit Paradoxien, die den Hinweis auf komplexe Zusammenhänge noch komplizierter machen. Wir wissen aus ein bisschen Forschung, die es dazu schon gibt, über den Populismus, dass sie den Populisten am besten dadurch Recht geben können, dass sie ihn mit komplizierten Argumenten, mit komplexen Argumenten versuchen zu widerlegen. Das ist eine Bestätigung der eigenen Position. Dabei kommt man dann auf relativ einfache Beschreibungen, zum Beispiel, dass der Islam das Abendland zum Untergang bringt oder dass eine homogenere Sozialstruktur manche Komplexitätsprobleme löst. Übrigens auch interessanterweise, dass Kapitalismuskritik von großen auf kleine Strukturen umschalten muss. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Kann man aus dem, was ich gesagt habe, dann überhaupt Lösungsstrategien formulieren? Meine Antwort sagt, ja, kann man. Ich möchte gerne drei verschiedene Strategien Ihnen vorstellen, die zu so einer komplexen Gesellschaft passen. Die erste nenne ich, Übersetzungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Demokratie, von der wir ja glauben, dass sie in Griechenland erfunden wurde, was nicht stimmt, der Begriff ist dort entstanden, aber das, was wir heute als Demokratie verstehen, ist viel, viel später erst erfunden worden. Die Demokratie war ein genialer Problemlöser, weil die Demokratie in der Lage war, uns daran zu gewöhnen, dass es unterschiedliche Interessen gleichzeitig geben kann, die, obwohl unterschiedlich, gleich oder wenigstens gleichwertig legitim sein können. Frühere Herrschaftsformen haben immer dafür gesorgt, dass eigentlich die Herrschenden auch darüber herrschen, was gegen sie gesagt werden kann. Demokratien bauen in ihr System so etwas wie eine etablierte Form des Widerspruchs ein. Ich würde sagen, die wichtigste Funktion innerhalb der Demokratie hat die Opposition. Man spricht seit der Regentschaft von Queen Victoria, ich glaube, das war 1837, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Her Majesty's Loyal Opposition. Wundervolle Formulierung. Und das meint, dass der Einbau des Widerspruchs im politischen System denjenigen, der die Mehrheit hat und mit der Mehrheit ohnehin entscheiden kann, was er will, wenigstens dazu zwingt, gute Gründe dafür zu nennen, warum er tut, was er tut.
Das ist ein geniales Modell. Das halte ich für das entscheidende Modell der Demokratie, die uns daran gewöhnt, dass wir über den gleichen Sachverhalt unterschiedliche Sätze aushalten können. Parenthese gesagt, nicht überall, wo Demokratie draufsteht, ist Demokratie drin. Man kann sogar umgekehrt sagen, wo besonders viel Demokratie draufsteht, ist meistens wenig drin. Also denken Sie an die Staatsbezeichnungen der früheren Ostblockstaaten. Deutsche Demokratische Republik und andere. Also das Maß können Sie etwa daran sehen, dass in einem Land wie einer Türkei oder in Russland die Institutionen wie demokratische Verfahren aussehen, man aber nicht aushalten kann, dass dagegen geredet wird. Das ist ein Riesenproblem. So. Aber ich will gar nicht über die Demokratie reden, habe ich ja jetzt gemacht. Das war ein toller Problemlöser. Gibt es ein funktionales Äquivalent für die Erweiterung dessen, was wir Demokratie nennen? Wenn man mal genau hinguckt, dann entstehen in der Gesellschaft zurzeit Formen, in denen Leute zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Ich habe das in einem Buch mal genannt, das ist nicht ganz gelungen, aber nicht schlechter Gedanke, ein Parlament der Funktionen. Ich würde davon inzwischen Abstand nehmen, sondern eher sagen, es entstehen in der Gesellschaft verschiedene Foren, wo Angehörige unterschiedlicher Professionen, die unterschiedliche Probleme lösen müssen, ökonomische, politische, mediale, rechtliche und so weiter, zusammenkommen und methodisch kontrolliert in der Lage sind, sich bestimmte Probleme dieser Gesellschaft aus diesen unterschiedlichen Perspektiven anzugucken, um daraus Lösungskonzepte zu produzieren. Und das erfinde ich jetzt nicht einfach, sondern ich bin ja ein empirischer Sozialwissenschaftler. Ich finde die vor. Zum Beispiel in Formen von Interdisziplinarität, in Ethikräten. Das Debattenethik ist nur ein hübsches Modell. Gucken Sie sich den Deutschen Ethikrat an. Ich hatte letztens die Gelegenheit, ich bin eingeladen worden, deren Arbeitsweise zu evaluieren, wenn man so will, in einem Vortrag. Und meine These zu denen war, also spannend ist, da sitzen ganz wenig Ethiker nur drin. Also Philosophen, die Ethiker sind. Weil mit denen kann man gar nicht so viel anfangen, weil die ja philosophische Probleme lösen müssen. Die sagen dann, na, aus der deontologischen Perspektive würde man das sagen und aus seiner eher aristotelischen Perspektive jenes. Ist auch spannend. Was da drin sitzen, sind vor allem Angehörige von Professionen unterschiedlicher Couleur. Also der Deutsche Ethikrat hat viel mit bioethischen, biomedizinischen Fragen zu tun. Da sitzen Professoren und Professorinnen der unterschiedlichen Fächer, die damit zu tun haben, und reden auf einmal zum Teil entscheidungsentlastet über Dinge, die sonst nie vorkommen können, weil sie sozusagen auf Augenhöhe in der Lage sind, diese verteilte Intelligenz der Gesellschaft dort zu repräsentieren und festzustellen, was macht es eigentlich für einen Unterschied, für ein bestimmtes Problem, wenn die Professionellen ganz unterschiedlicher Couleur gleichzeitig über dieses Problem nachdenken. Die Think Tank-Bewegung, die in den USA begonnen hat in den 70er Jahren, ist sowas Ähnliches. Interessanterweise, wir haben gerade die Liste gesehen, wer zuständig ist hier oder verantwortlich für diese Art Veranstaltungen. Stiftungen. Warum sind Stiftungen so wichtige Akteure? In Stiftungen sitzen Leute zusammen, die in den operativen Bereichen der Gesellschaft normalerweise nicht zusammensitzen. Und sie kommunizieren miteinander. Kommunikation ist abhängig vom Response des anderen. Will auf Deutsch heißen, die Erfolgsbedingung von Kommunikation liegt nicht an dem, was ich sage, sondern wie Sie darauf reagieren. Das heißt, es entstehen Gedanken zwischen den Köpfen und nicht in den einzelnen Köpfen. Haben Sie das mal an sich selber erlebt, dass Sie, wenn Sie mit Leuten zusammensitzen, die Sätze sagen, die Sie nicht erwarten, Sie auf Sätze kommen, auf die Sie selbst nie gekommen wären? Kein Witz. Das funktioniert. Das sind zum Beispiel Foren, an denen genau das geschieht. Das zweite Modell sind Experimentierfelder. Christa Müller, wo sitzt sie? Wir haben letztens genau darüber diskutiert. Experimentierfelder würde heißen, eine ganz neue Sozialform sozialer Bewegungen,
die selbst semantisch nicht mehr wie in den 1960er und 70er Jahren davon ausgehen, dass es Lösungen fürs Gesamte braucht, sondern wo man sozusagen über bestimmte Formen an bestimmten Stellen der Gesellschaft Dinge ausprobiert, von denen man genau weiß, dass wenn sie in die Gesellschaft hinein diffundieren, sie sich verändern werden, aber dafür sorgen, dass man feststellt, dass die Variationsbreite der Gesellschaft sich verändern kann. Das können ökonomische, das können ökologische, das können Familienformen sein, was auch immer, alles Mögliche. Experimentierfelder. Diese Gesellschaft ist voll von Experimentierfeldern. Die interessante Frage ist, ob man die politisch aufsuchen kann und was ausprobieren kann. Kann man zum Beispiel in solchen Experimentierfeldern Geschäftsmodelle produzieren, die das wäre übrigens mal was, worüber man wirklich mal diskutieren könnte, fast notwendige Form von Wachstum eines modernen Wirtschaftssystems, ich glaube nicht, dass ein modernes Wirtschaftssystem auf Wachstum verzichten kann, zu Wachstumsformen findet, die ökologisch nicht problematisch sind. Und ich meine jetzt nicht nur das, was der Füchs letztens darüber geschrieben hat, was ja nicht das Dümmste ist, ne? Sondern die interessante Frage, ob Wachstum nicht möglich ist, ohne dass CO2-Ausstoß erhöht wird. Und damit meine ich nicht nur technologische, sondern soziale Innovation. Also man kann, es ist nicht so, dass ich jetzt da ein Modell für habe, um Gottes Willen, aber man kann darüber ernsthaft nachdenken. Und man muss dafür in Rechnung stellen, dass die Gesellschaft darauf in einer sehr merkwürdigen Weise reagieren wird. Wird es diese Geschäftsmodelle nicht nur als Modell geben, sondern können die sich auf Märkten durchsetzen? Wenn man mal anguckt, was eigentlich auf Märkten inzwischen die stärkste Durchschlagskraft hat, dann sind das viel weniger Angebote als Bilder. Die Medien in Anspruch zu nehmen für bestimmte Wirkungen. Sie erinnern sich an die schrecklichen Bilder aus Bangladesch bei der Herstellung von Textilien, die es vor ein paar Jahren gab. Diese schrecklichen Bilder haben zum Teil mehr verändert als vorherige lange Konzepte. Kann man das in Anspruch nehmen? Ich meine, ja. Die Frage ist, wie? Mir geht es nicht darum, ob dieses Beispiel gut gewählt ist, sondern über die Denkungsart. Übrigens müssen auch wir Wissenschaftler lernen. Also das ist sozusagen mein Geschäftsmodell, was ich fast den ganzen Tag mache, Übersetzungsleistungen hinzukriegen aus einer wissenschaftlichen Frage eine ökonomische, eine politische, eine kulturelle machen zu können. Das kriegen wir nicht beigebracht. Leider. In USA ist es zum Teil Gegenstand von Karrieren in der Wissenschaft. Wir kriegen das nicht beigebracht. Und das dritte Modell, das ich beschreiben möchte, ist ganz klassisch. Das hört sich vielleicht etwas banal an, aber klassisch, das wäre sozusagen jetzt an Leute wie mich gemünzt. Realistischere Beschreibungen der Komplexität dieser Gesellschaft. Ich benutze dafür ein Bild, das Bild der ostasiatischen Kampftechniken. Sie wissen, worin die sich unterscheiden von einem, sagen wir mal, vulgären Boxkampf. Der Boxkampf haut dagegen. Also, ich kann das jetzt nicht aus Primärerfahrung beschreiben. Also, als Jugendlicher habe ich auch mal gerauft, aber sowas mache ich jetzt nicht mehr. Aber Sie können sich das ja vorstellen. Sie haben so eine Faust und hauen dem anderen wutsch auf die Birne. Wenn Sie Glück haben, fällt er um. Wenn Sie Pech haben, haut er zurück. Und sie fallen um. Eine ostasiatische Kampftechnik würde andersrum in Anspruch nehmen, die Bewegung des anderen in Anspruch nehmen, um sie für seine eigenen Mittel zu verwenden. Schöne Metapher, ne? So ähnlich stelle ich mir soziologische Aufklärung heute vor. Nicht gegen die Struktur dieser Gesellschaft zu einfache Modelle, zum Beispiel von Kapitalismuskritik oder Kritik an demokratischen Verfahren zu formulieren, sondern sich zu fragen, ob die Logik des Kapitalismus eigentlich für das eingesetzt werden kann, worum es hier geht.
Und das ist eine schwierige Arbeit. Ja, also eine schwierige Arbeit würde heißen, das ist nicht einfach so umzusetzen. Und ich bin auch nicht naiv, ich weiß, es gibt Interessen. Es gibt das Interesse des schnellen Geldes. Es gibt das Interesse und so weiter, kennen Sie alles. Aber interessant wäre doch die Frage, wissen wir aus wirtschaftsethischen Diskussionen, habe mich viel damit beschäftigt, dass es zwei unterschiedliche Modelle von Wirtschaftsethik gibt. Das eine Modell setzt auf die Einsicht der Akteure. Unter uns gesagt, das funktioniert nie. Wenn Sie zu den Gläubigen predigen, sagt man, es funktioniert. Wenn Sie zu den Ungläubigen predigen, hören die Ihnen erst gar nicht zu und sagen, du hast die Formulierung schon verwendet, man sei ein unterkomplexer Gutmensch oder sowas. Was eine idiotische Beschreibung ist. Interessanter wird die Sache dort, wo man sich wirtschaftsethisch fragt, wie kann man eigentlich den Mechanismus der Konkurrenz, der für ein modernes Wirtschaftssystem, viele von Ihnen werden das anders sehen, ein Segen ist, so einsetzen, dass man Rahmenbedingungen schafft, die kollektiv bindend für alle gelten, die sich an diese Rahmenbedingungen halten müssen und die Rahmenbedingungen womöglich die Bedingungen dafür enthalten, dass diejenigen, die aus Eigeninteresse etwas tun, das Richtige tun. Das ist nicht so romantisch wie Kapitalismuskritik, aber das ist richtig Kapitalismuskritik. Die politische Frage, die sich dann stellt, wir sind mitten in der Komplexität drin, ja? Welche Akteure können das, wenn wir das noch nicht mal in Europa hinkriegen? Also noch nicht mal in Europa würde heißen, selbst innerhalb von Europa mit einer einheitlichen Währung treten Staaten als Konkurrenten auf dem Steuermarkt auf. Selbst dort gelingt es nicht, so zu harmonisieren, dass ähnliche Rahmenbedingungen zu einer Wettbewerbssituation führen, in denen das Richtige wenigstens auf diesem Gebiet passiert. Wie soll das dann erst auf den anderen Gebieten passieren? Aber das halte ich für das einzige Steuerungsmodell, das man sich tatsächlich vorstellen kann. Das ist was anderes als die übliche Regulierungsfrage, sondern das ist die Frage der ethischen Aufladung von Rahmenbedingungen. Wenn Sie sagen, der Soziologe ist doch naiv, haben Sie vielleicht recht, aber ich würde Ihnen zu bedenken geben, dass genau dieses Modell dazu geführt hat, dass ein Kapitalismus, wie wir ihn als Manchester-Kapitalismus kannten, inzwischen stark zivilisiert worden ist. Ökonomisch Tätige haben immer gedacht, wenn es zu neuen Sozialstandards kommt, dass das Abendland untergeht. Dieses arme Abendland ist schon so oft untergegangen. Aber man hat es für eine Katastrophe gehalten und festgestellt, dass Kündigungsschutz, Schutz für bestimmte Gruppen und so weiter und so weiter, alles Dinge sind, die spätestens dann funktioniert haben, wenn sie als Rahmenbedingungen nicht davon abhängig waren, dass Leute entgegen ihrer ökonomischen Interessen diese Dinge einführen mussten, sondern dafür gesorgt wurde, dass sich alle daran halten müssen. Es gibt immer Leute, die sich dann nicht daran halten, aber dafür gibt es das Rechtssystem. Und der Diskurs, den wir führen müssen, ist übrigens auch, was individuelle Spieler angeht, viel stärker, dass es sowas wie Rahmenbedingungen geben muss, unter denen man in der Lage ist, die Leute dazu zu bringen, das Richtige aufgrund der Rahmenbedingungen zu tun, um sich später daran zu gewöhnen, dass sie auf die Motive dann kommen, und zwar erst hinterher. Wissen wir bei fast allen sozialen Innovationen, die es gibt, dass die Leute eigentlich erst, nachdem die Praxis funktioniert hat, davon überzeugt waren, dass sie selbst am Anfang schon die Subjekte derer waren, die dafür gesorgt haben, dass die Dinge auch gewollt werden. Obwohl das faktisch nicht der Fall war. Ich höre damit auf. Ich will Ihnen nur demonstrieren, dass in der Welt etwas zu verändern möglich ist, wenn man die Komplexität der Rahmenbedingungen in Rechnung stellt. Das gilt für private Veränderungen. Darf ich noch was zu der Frage, dass ich zu klein für mein Gewicht bin? Also, ich bin da im Moment dran, funktioniert ganz gut. Ich habe schon 8 Kilo abgenommen, auch wenn man es nicht sieht. Ich sehe es. Also ich sehe mich ja jeden Tag, Sie ja nicht. Und die Frage ist, man kann es über Einsicht machen. Klappt nicht. Man kann es machen, indem man sich Regeln gibt, bei denen auffällt, wenn die Regelverletzung sozusagen eine Routine durchbricht. Ich mache so ein Intervallfasten. Kennen Sie das?
18 Stunden nichts essen und in der Zwischenzeit, ja, man nimmt sehr langsam ab, klappt aber. Soll übrigens für den Blutzuckerspiegel super sein und für den Darm, was die Experten halt einem so erzählen, wenn der Tag lang ist. Und der Tag ist lang. Und spannend ist, dass ich mich damit besser zwingen kann, weil es sozusagen eine Form ist, die in eine Alltagsroutine einzubauen ist. Hat heute nicht geklappt, weil ich so zugetaktet war, dass ich eigentlich nichts zu essen gekriegt habe heute. Deshalb hoffe ich, dass es gleich was gibt. Aber na jetzt, also nehmen Sie das als ernsthaftes Argument. Das ernsthafte Argument besteht tatsächlich darin zu sagen, wie kann man Veränderungen so in einen Alltag einbauen, dass der Alltag selber Routinen produziert, bei denen die Übertretung dieser Routinen als eine Übertretung auftaucht. Weil das nämlich sozusagen allein über die Form der kognitiven Repräsentation nicht funktioniert. Wir wissen aus allen sozialen Innovationen, man kann das wirklich alle sagen, die es seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt, dass es über genau solche Praktiken gelaufen ist. Und ich glaube, dass man sozusagen die Komplexität der, nicht nur der Diagnose hochhalten muss, sondern auch die Komplexität dieser Lösungen so hochhalten muss, damit das funktioniert. Allerletzter Gedanke. Ich bin kein Pessimist, aber ich bin auch kein Zweckoptimist. Was zur Beschreibung der Welt gehört, ist interessanterweise, dass wenn man sich Daten anguckt über wichtige Parameter in der Welt in den letzten 10 Jahren und 15 Jahren unglaublich viel besser geworden ist. Es hört sich doof an, wenn man sowas sagt, das hat man gleich sozusagen den Verdacht, dass da jemand was schönreden will. Denken Sie an die Alphabetisierungsquote auf der Welt, die ist rasant gestiegen. Bildung wird eine der wichtigsten Parameter dafür sein, dass Leute in der Lage sind, ihre Leben verantwortlich so zu führen, dass Anpassungen sozusagen ihrer Lebensform an die Gesellschaft möglich sind und dass sowas wie Demokratie eingefordert wird in bestimmten Zusammenhängen. Die Säuglingssterblichkeit ist weltweit stark gesunken, fast überall. Literalität bei Erwachsenen, also es geht jetzt nicht um die Bildung der Kleinen, sondern der Erwachsenen, steigt dramatisch in der ganzen Welt. Außerordentlich wichtig für Aufklärungskampagnen im Hinblick auf die Frage, was das Richtige ist im Leben. Ohne Literalität keine Öffentlichkeit. Ohne Öffentlichkeit keine Aufklärung. Ohne Aufklärung kein Diskurs über die Rahmenbedingungen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und man könnte noch andere Beispiele durchgehen. Überall, fast überall erleben wir genau das. Demokratisierungsquote steigt wieder. Ist zwischendurch gesunken. Steigt wieder. Demokratisierung heißt eigentlich immer, wenigstens daran gewöhnt zu sein, dass man über Konzepte nachdenken kann, wie die Welt zu verändern ist. In nichtdemokratischen Systemen hat jeder so viel mit dem eigenen Überleben zu tun, dass die Fragen, über die wir hier reden, überhaupt gar nicht erst im Horizont auftauchen. Also Sie merken, Widerwirkkräfte, die damit zu tun haben, an die man erstmal gar nicht denkt, wenn es um die Konzepte geht. Danke.